An einem Handelstag, der eigentlich ziemlich fade ist, gibt es dennoch eine echt irre Geschichte. Und diese Geschichte, die dreht sich natürlich um unser deutsches Vorzeigeunternehmen, um Wirecard. Da hat es heute eine Meldung des Manager-Magazins gegeben, wo man zeigt, dass offenkundig der ehemalige Finanzchef von Wirecard, Masalek, die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young insofern getäuscht hat, als er bei Videokonferenzen vorher Schauspieler engagiert hatte und Bankkulisse-Attrappen aufgestellt hat. Sollte also irgendwie alles echt aussehen mit Schauspielern und Attrappen, die eine Bank simulieren sollte. Unglaublich, offenkundig haben die Herrschaften bei Ernst & Young das dann auch geglaubt. Das ist wirklich große Kunst. Der Mann ist wirklich Hollywood-reif. Das ist allererstes Theater, was wir hier sehen. Viele haben allerdings Geld verloren und sind über solche Geschichten wahrscheinlich weniger begeistert, aber es zeigt einfach, wie irre diese Geschichte ist und wie manchmal das Leben Geschichten schreibt, die viel fantasievoller sind, als man sie sich eigentlich ausdenken könnte. Wenn man eine solche Geschichte als Roman darstellen würde, würden alle sagen, ja, schön und gut, aber ein bisschen sehr weit hergeholt, aber das Leben ist manchmal eben auf sehr seltsamen Abwegen. Jetzt ist die Frage, wie ist eigentlich zu beurteilen, was da an Ersatz für Wirecard kommt? Delivery Hero soll der Ersatz sein. Eine Firma, die gar nicht mal mehr in Deutschland ansässig ist, die überwiegend gar nicht in Deutschland das Hauptgeschäft betreibt. Sie kennen Delivery Hero vielleicht, wenn Sie eine Pizza bestellen oder ähnliches. Dann vermitteln die Provisionen oder kassieren Provisionsgebühren, weil sie eben eine Plattform zur Verfügung stellen, über die sich dann die verschiedenen Gastronomien eben praktisch darstellen können. Es ist also eine Plattformtechnologie. Viele sagen, ja, es ist ja so ein bisschen bezeichnend, dass jetzt ein Essenslieferant in den DAX kommt, aber es ist eben eigentlich kein Essenslieferant, sondern es ist ein Plattformbetreiber, der eben schon in gewisser Weise einen technologischen Standard darstellt, der nicht so ganz ohne ist. Dennoch ist es natürlich die Frage, wie solide ist dieses Unternehmen? Schauen wir uns mal die Umsatzentwicklung von Delivery Hero an. Dann sehen wir, ja, das Wachstum ist da. Da generiert man durchaus maßgebliche Umsätze in einem Jahr. Aber man generiert eben auch massive Verluste. Etwa 10% des Umsatzes sind Verluste. Das ist schon eine relativ herbe Geschichte und wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir, dass diesen Vergleich zwischen der Wirecard-Aktie, die ja dann ein bisschen abgestürzt ist, könnte man fast formulieren, und der Delivery Hero-Aktie, dann sehen wir, dass die schon im Gefolge der Finanzkrise auch nahe Null war. Also die standen offenkundig auch vor schweren Problemen, waren kurz vor dem Exitus, aber dann eben dieser Aufschwung, der so ein bisschen an den Amazon-Chart erinnert, nur dass Amazon möglicherweise ein bisschen mehr Substanz hat. Aber sei es drum, was haben wir heute sonst noch gehabt? Ich habe noch ein paar wunderbar deprimierende Wirtschaftsdaten für Sie heute. Erstanträge wieder mit einer Steigerung, hatte man eigentlich nicht mitgerechnet, über 1 Million. Und damit zeigt sich, dass diese ganze Geschichte um Corona eben noch lange nicht vorbei ist, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor Probleme hat. Und wir sehen hier auch etwa in den USA Small Caps, also kleine Firmen, da sind jetzt wieder mehr out of business, also praktisch nicht mehr am Start als noch vor einigen Wochen. Viele haben also praktisch jetzt geöffnet wahrscheinlich und haben dann wieder aufgegeben. Das zeigt so ein bisschen die wirtschaftliche Situation, ebenso wie die Grafik, die Sie hier sehen, Good Trade Barometer, also das sind praktisch der Handel mit den Gütern, und hier sehen wir, da sind wir noch weit, weit, weit entfernt von irgendwelchen Normalitäten. Und das darf man nicht vergessen, wenn man über die Allzeithochs an den Aktienmärkten spricht, die wir ja gestern nochmal erreicht hatten beim S&P 500, bevor es dann aufgrund der Fed nach unten ging. Warum ging es nach unten? Weil die Fed eben, naja, ein bisschen suggeriert hat, so mit dem QE, das lassen wir jetzt erstmal, das ist das, was die Märkte eigentlich nicht hören wollten, und man betreibt keine Yield Curve Control, also man versucht nicht künstlich das lange Ende von Anleihen, also 10- und 30-jährige Staatsanleihen, zu drücken, indem man die möglicherweise aufkauft, als Nachfrager in Erscheinung tritt, womit die Renditen fallen. Dementsprechend ist jetzt die Frage, werden die Renditen für Staatsanleihen vielleicht nach oben gehen, denn die Menschen werden oder die Investoren werden einen Inflationsausgleich verlangen wollen, wenn die Inflation weiter nach oben geht, und das würde bedeuten, dass wir es dann mit steigenden Renditen zu tun haben und möglicherweise dann eben auch mit steigenden Kapitalkosten. Daher die Reaktion gestern an der Basis in der Realwirtschaft sieht es so aus. Das sind die Standards, was die Kreditvergabe bei Kreditkarten betrifft, der amerikanischen Banken.
Banken. Und hier sehen wir, da ist eine extreme Verschärfung der Fall. Die Banken werden vorsichtiger. Sie haben Kreditrückstellungen maßgeblich nach oben gefahren und vergeben eben auch nicht mehr so schnell Kredite, weil sie sagen, das ist uns zu heiß, das ist uns zu riskant. Wir wissen nicht, was dann kommt, was dann passieren wird. Aber die Märkte sind von all diesen Dingen nach wie vor unbeeindruckt und es sind vor allem zwei Sektoren, Tech und Pharma, die gefragt sind. Das sind auch die beiden Sektoren, die im Grunde über die Hälfte inzwischen des S&P 500 darstellen und die die Indizes eben nach oben ziehen. Heute wieder mal Vaccine-Headlines. Johnson & Johnson will in Kooperation mit einem anderen Unternehmen schon im September eine groß angelegte Studie machen und die Hoffnung ist, naja, dann haben wir das Problem wahrscheinlich erledigt, aber das Problem wird sich nicht erledigen. Warum? Weil eben dieses Coronavirus mutiert, weil es verschiedene Mutationen gibt. Ich kann einen Impfstoff entwickeln, der vielleicht einen bestimmten Prozentteil derjenigen wirklich immunisiert, aber es gibt eben diese Mutationen, gegen die man nicht immun ist. Das ist das große Problem. So ein bisschen vielleicht wie bei Computerviren. Da kann ich zwar auch einen Virusscanner laufen lassen, der dann die bekannten Viren entdeckt, aber es kommen immer wieder neue, die sozusagen dann ein permanentes Update bedürfen. Daher, glaube ich, stellen sich die Märkte das ein bisschen zu einfach vor. In Sachen Märkte noch interessant, wir haben derzeit ein riesig hohes Gamma im Optionsbereich. Was bedeutet das, wenn man ein Broker ist, ob als CFD-Broker oder als Optionsbroker, dann hat man ja auf der einen Seite diejenigen, die auf steigende Kurse spekulieren bei einem Wert und diejenigen, die auf fallende Kurse spekulieren. Und wenn sie Broker sind, dann versuchen sie das meistens zu matchen, also auszugleichen, damit sie selbst kein Risiko haben, dass also irgendwo ein Gleichgewicht existiert zwischen Calls und Puts zum Beispiel, also zwischen Wetten auf steigenden und fallenden Markt, und dementsprechend versuchen sie zum Beispiel, wenn sie im Optionsbereich tätig sind, dann kaufen sie, wenn sie einen Überhang haben zum Beispiel an Calls, dann versuchen sie sich abzusichern über den Future, und wir haben derzeit eben extrem hohe Call-Bestände und es war eben so, dass im Januar zuletzt solche hohe Bestände der Fall waren. Was bedeutet das? Wir haben morgen ja den kleinen Verfall, da verfallen also die Optionen, und das bedeutet, dass dieses Gamma, dieses Hedging, was die Optionsfirmen hier betrieben haben, aufgelöst wird, und das kann sehr, sehr wilde Schwankungen an den Märkten nach sich ziehen. Schauen wir uns die extrem wilden Schwankungen mal an in den Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, alle Charts auf 4-Stunden-Ebene. Bums, da habe ich hier fast mein Kabel durchtrennt. So leidenschaftlich bin ich hier am Start. Wir sehen den DAX bei 12.847, ziemlich maue Veranstaltung beim Deutschen Leitindex. Da geht nichts vor, es geht nichts zurück. Man bewegt sich nicht wirklich. Wir haben den S&P 500, der aktuell bei 3.379 ist, hat noch nicht die Niveaus erreicht, wie kurz vor dem FOMC-Protokoll. Der Nasdaq allerdings hat das bereits geschafft gehabt. Jetzt wieder ein ganz kleiner Rücksetzer. Schauen wir uns mal Gold an. Das ist aktuell bei 1.943 und abschließend der Euro-Dollar. Der ist bei 1.1854, also so zittrige Erholungen bei Gold, bei Euro-Dollar. Wie Rüdiger Born formulieren würde, wir haben diesen Abverkauf, in Anführungszeichen, jetzt die langsame Erholung. Wir werden sehen, ob dieses Mantra, das die Fed so ein bisschen in die Welt gesetzt hat, es ist erstmal Schluss mit QE, freut euch nicht zu sehr auf neue Geschenke, liebe Leute, ob das sozusagen jetzt irgendwann an den Märkten relevant wird oder ob wir jetzt möglicherweise dann nach dem kleinen Verfall durchaus mal größere Bewegungen sehen werden. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.